Servus, liebe Filmfreunde, mein Name ist Jamie Farrah Fowler und ich heiße euch herzlich willkommen zur mittlerweile zweiten Episode der MILFbusters. In der ersten Episode sind wir ja dem Mythos nachgegangen, ob Steelbooks wirklich unkaputtbar, unzerstörbar sind wie der Man of Steel. Den Link dazu findet ihr unten in der Beschreibung. In der heutigen Episode widmen wir uns dem Thema Mad Max. Ja, ihr seht hier das Automodell von Mad Max Fury Road. Ich habe es rausgekramt, denn der Interceptor, der begleitet uns ja schon seit dem ersten Film Ende der 70er Jahre mit Mel Gibson und scheint wie Mad Max selbst unkaputtbar, unzerstörbar zu sein. Diesen Mythos wollen wir jetzt mal nachgehen und überprüfen, ob der stimmt. Wir haben selbstverständlich keine Kosten und Mühen gespart und nach dem Test, bleibt dran, gibt es dann noch ein Fazit von einem lieben Kollegen und Überraschungsgast von mir. Ich würde sagen, Film und Test ab. Okay, los! Hallo und herzlich willkommen zurück bei den MILFbusters. Ich bin der Adam Wolowitz und der Jamie Farrah Fowler hat euch ja im vorherigen Clip schon gezeigt, was er aus der Mad Max Fury Road Edition gemacht hat. Er hat sie versucht zu zerstören, hat ja nicht ganz geklappt. Wie ihr hier seht, sind hier noch so ein paar Teilchen übrig geblieben. Hier der Standfuß, wo man das Auto durchstand, und vom Auto sind auch noch zwei Teilchen übrig geblieben. Also hat nicht ganz funktioniert, aber wir haben ja noch eine Geheimwaffe. Wir haben ja noch so eine Art roten Knopf, den reicht mir mal die Assistentin rein. Hier ist er. Und wenn man da nämlich aufdrückt, weiß man nie, was passiert. Ich probiere es jetzt einfach mal. Ja, hat wohl nicht geklappt. Ja, vieles Jahr vom MILFbusters Hauptquartier nicht übrig geblieben, ne? Wie ihr seht, ne? Alles kaputt. Das war wohl der nicht so ansatzweise gute Knopf. Ja. Mal sehen, was von der Edition übrig geblieben ist. Ja. Ich würde mal sagen, Edition zerstört, ne? Boah. Ja. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich. Ciao! Alter, sag mir nicht, jetzt kommt diese Verkehrsmaschine, hey. Dann flipp ich aus. Ich flipp aus. Juch ne wo. In der ersten Episode haben wir ja ein Steelbook auf Herz und Nieren geprüft und ganz getreu dem Motto, ich habe mich jetzt versprochen. Und bleibt dran, denn nach dem Test gibt es das Fazit von einem lieben Kollegen von mir. Also Shit, Steel, Superman. Ich bin der, ich habe meinen Namen vergessen. Wie heißt ich denn nochmal? Und der Jamie... Wie hieß denn der jetzt nochmal? Ich bin der Adam Farrah Fowler. Nee, Wolowitz. Wolowitz! Hallo und herzlich willkommen. Was ist das denn? Den kenne ich nicht. Wolowitz und der Jamie Farrah Fowler. Farrah Fowler. Farrah Fowler.